Und damit herzlich willkommen zurück zu einem für mich recht stressigen Part. Wie heißt das Spiel nochmal? Ich vergessen. Ich komme mal for real nicht drauf, ne? Prince of Persia, Warrior Within. So, meine Güte. Spät. Ich würde jetzt gerne nicht aufnehmen. Allerdings ging es mir den ganzen Abend relativ meh. Dementsprechend habe ich bis jetzt nicht aufgenommen. Und habe für morgen das entsprechende Video noch nicht. Hallo. Ich kann keinen Wallrun hier machen. Ich konnte gerade durch die ganze Karte gucken. Ja, also wir haben es jetzt irgendwie mitten in der Nacht. Ich wollte eigentlich schlafen. Aber leider habe ich halt vorher, weil es mir nicht übermäßig gut war, nicht aufgenommen. Dementsprechend habe ich kein Video für morgen. Ich habe legitim keine Ahnung, wo ich hin soll. Da komme ich... Oh, wobei doch, da könnte ich hochkommen. Das könnte gerade so reichen von der Entfernung her. Ist übrigens total geil hier zu balancieren. Und genau weiß, wann man wo drücken muss. Junge. Hä? Also ich kann mich an dem Vorsprung nicht festhalten. Ich kann daran keinen Wallrun machen. Ich kann mich daran nicht festhalten. Ich kann mich daran nicht festhalten. Ich begreife nicht ganz, was ich zu tun hab. Okay, also wenn ich davor springe, kann ich nicht. Wenn ich davor stehe, kann ich nicht springen, aber wenn ich so stehe, geht das. Ja, jetzt gerade kann ich zum Beispiel nicht dagegen springen. Hä? Da habe ich nicht hingedrückt. Danke, Spiel. Ich bin versehentlich nur auf R gekommen, anstatt es zurückzuhalten. Ja, ich möchte wirklich wiederholen. Stell dir vor, Spiel. Meine Güte. Also das funktioniert da oben überhaupt nicht steuerungstechnisch. Also auf diesen Dingern balancieren ist schon zu kotzen. Dann... Das hat dieses Mal ganz gut funktioniert. So, kurz jucken. Oh, Moment. Ich weiß, dass da auch noch so ein Ding ist. Ich weiß aber nicht, ob wir von hier aus irgendwo hin können. Wird nein sagen. Weil das eine Kante sein könnte, die an der man sich festhalten kann. Aber nein, das ist keine Kante, an der man sich festhalten kann. Okay. So, weil da kann ich halt nur so hochspringen und dann wieder zurück. Okay, du musst halt genau in dem Abstand dazu stehen und dann geht das. Gutes Spiel sein. Aber du kannst ja auch keinen Wallrun machen auf diesen Dingern. Ich hab... Achso, meine Fresse, ich will nicht über die drüber springen. Der Schmerz ist... Ich wollte nicht über sie drüber springen. Meine... Ich kriege hier gleich einen mittelschweren Anfall, ne? Wie kommt sie jetzt hinter mich? Alter, die sind zu kotzen zum Kämpfen. Achso, Freddy, übrigens für dich. Das E. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ne? Mit dem E-Angriff kann man noch... Okay. Mit dem E macht man unter anderem dieses Werfen. Können wir nicht. Und halt auch noch ein paar andere Attacken.
Mit C wirft man die Waffen, wenn man nur noch einhändig ist, kann man damit auch geile Waffenangriffe machen. Die sehen aber halt alle immer sehr ähnlich aus. Für alle Moves, die irgendwie geil aussehen, außer das Werfen, braucht man halt immer einen Raum, der entsprechend ist. Welch Wissen muss darin verborgen sein? Sie hätte mich viele Dinge lehren können, wenn die Geschichte einen anderen Gang genommen hätte. Ja, ich habe aber gerade gesehen, dass ich versehentlich noch den Background eingeblendet habe von meinem Chat. Von meiner Musik von Need for Speed. Ah, mach mal nicht, Bruder. Danke. Ja, allein schon technisch, weil du halt alleine bist. So, und die kann man halt rumrollen, dann kann man wieder rumrollen, dann kann man wieder rumrollen, dann kann man wieder rumrollen. Dann kann man die so durch die Gegend werfen. Nee! Ich hab mich nicht im Ansatz in die Richtung bewegt, möchte ich anmerken. Hör mal zu, Mädchen. Kopfabnummer ist jetzt hier erstmal. So, jetzt wird sie mal ein bisschen durch die Gegend geworfen. Ich kann mich gerade nicht wehren. Also ich konnte mich die ganze Zeit nicht mehr wehren, nachdem ich die Waffe aufgehoben habe. Also die Waffe aufheben ist nicht so die beste Idee gerade. Ich drücke 5-mal in ihre Richtung. Du bist wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Okay, kleiner Spaßhack, die ganzen Messerchen sind weg. Go fuck yourself, Alter, jetzt verreckst du. Das Doppel-E übrigens und das Einfach-E. Ja, okay. Ich kann nicht mehr verteidigen und sie schlitzt mich einfach auf. Können wir nicht darüber reden? Alter, no joke. Du kannst halt gegen die echt nicht so viel machen. Ist halt maximal unspaßig mit denen. Es ist nicht so, dass ich nicht alles möglich gegen die versuchen würde. Am besten läuft's gegen die, wenn man ja Glück hat und sie einfach wegflexen kann. Ich darf gegen die kämpfen, ich habe keine Zeitverlangsamung. Das will ich die ganze Zeit übrigens gar nicht machen. Danke, ich möchte hier einfach weg. Ich habe übrigens nur einmal gedrückt. Und jetzt darf ich den ganzen Raum nochmal machen, weil der letzte Checkpoint 8 Jahre her ist und 75 Gegner. Oh Gott, ey. Ich habe die Befürchtung, dass das Spiel noch viel zu lange gehen wird.
Leider. Ich würde jetzt echt gerne ins Bettchen, ne? Es ist 22:38 gerade. Morgen wieder früh aufstehen. Wie gesagt, mir ging es den ganzen Abend nicht so prickelnd. Oh, ich darf ja auch diesen Schrott nochmal machen. Oh, geil. Ist nicht so, dass das schwierig ist oder so. Es dauert halt einfach 10 Minuten hier hinzukommen. Dann musst du hier im richtigen Moment abspringen. Dann musst du hier im richtigen Moment abspringen. Das hat besser funktioniert, als ich jemals erwartet hätte. Alter Schwede. Junge! Der Schmerz. Ich wollte eigentlich eh machen, aber okay. Können wir nicht darüber reden? Go fuck yourself, Alter! Schmerz ist. Nee! Alter, das ist zu kotzen, gegen die zu kämpfen. Ich kann ja auch nichts gegen die machen. Die sind einfach. Ich kann übrigens gar nichts tun gerade. Danke, meine Fresse, ey. Schon wieder fast tot. Obwohl ich verhältnismäßig gut gekämpft habe, würde ich sogar sagen. Ja, komm, mal weiter. Evelinas Bibliothek. Welch Wissen muss darin verborgen sein? Ja. Sie hätte mich viele Dinge lehren können. Weißt du, welches Wissen darin verborgen wäre? Was cool wäre? Was war das denn jetzt, Bruder? Der nächste bitte. Ich muss halt immer aufpassen, dass die mich nicht auch noch treffen, ne? So, jetzt schlitzen wir die erstmal ganz kurz auf und hoffen, dass wir wenigstens zwei tot kriegen. Ich glaube aber tatsächlich, wir kriegen gerade mal einen tot. Okay, einer ist hinüber immerhin. Ich blocke. Junge, machen die Schaden alle. Ich versuche übrigens einfach nur neben denen zu rollen. Ich wollte übrigens eigentlich nicht mit denen fighten. Denn ich bin jetzt tot, oder? So, meine Fresse, ey. So. Kopf ab. Und jetzt verpissen wir uns hier erstmal kurz und heilen. Ich hoffe, ich darf überhaupt noch mal runter. Leck am Zückerli, ey. So. Das ist mein fucking Ernst gerade. So. Meine Fresse, ey.
Ich wette, die Gegner respawnen, wenn ich laden muss, aber ich habe immerhin wieder Full Life jetzt erstmal. Komplett schrecklich. Komm. So. Und weiter geht's. Ich habe gerade gesehen, dass wir hier ja auch was drehen können. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht. Beim letzten Mal einmal rumgegangen und habe da gedreht, glaube ich. Was kann ich denn hier drehen? Aber jetzt ist doch einfach der Weg hier weiter offen. Das hat mir actually überhaupt nichts gebracht, oder? Ah, okay. So, machen wir hier mal so ein paar Sachen kaputt. Gut. Servus! Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Also ich weiß halt nicht, wie ich anders gegen die kämpfen soll. Ja, wir können ja mal kurz zusammen in die Einstellung gucken, ne? Kombo-Liste. So, wir haben hier, ne, rechte Hand, alles mit Maustaste 1. Halten, absolut dumm, weil braucht ewig und bringt gar nichts. Und E ist halt linke Hand. Bei einhändigen Kampftechniken. So, dann haben wir noch mehr, ne? Rababababa. Mit Leertastensachen hier machen. Das mache ich ja auch oftmals hier alles. So. Auf Gegner zu, leer C, kriege ich hin. Genauso wenig wie das da. Das hat bisher noch nie funktioniert. Genau. Blocken mache ich ja öfters mal. Das bringt gar nichts. Das bringt auch überhaupt nichts. Und Waffen aufheben tue ich die ganze Zeit. Genau, und dann sind wir wieder am Anfang. Also man hat eigentlich gar nicht so viele. Ne, du kannst halt im Endeffekt so machen. Also 1, 2, 1, 2, 1. Aber sobald die blocken, ist halt durch. So, dann triffst du die ja nicht mehr. Und ich müsste es mir merken können dafür. Warum belästigt ihr mich? Ne, also wie ihr seht, also, oder Freddy, wie du gerade siehst, das bringt so gefühlt gar nichts. Alter. Lauft, Flucht ist eure letzte Hoffnung. Sehr schön. Meine Fresse. Okay, der hier ist ganz geil eigentlich. Aber ich krieg ihn nicht hin. Also ich krieg ihn ja nicht mal hin, wenn ich ihn so mache. 1, 2, 1, 2, 1. Das ist die Kombo. Gucken wir mal kurz rein. Ne, Maustaste 1, Maustaste 1, E, E, Maustaste 1. Maustaste 1, Maustaste 1, E, E, Maustaste 1. So, mit diesen schönen letzten Worten verabschiede ich mich für diesen Part. Ich spoilere mal nicht, was im nächsten passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!